eher meinen, als als hier oben irgendwelche Scheiße bauen. Ja. Da wäre ich natürlich auch dafür. Danke. Bitte. Sonst hätte ich den weggeschmissen. Ich hab davon noch ein bisschen. Boah. Ich glaube, im Endeffekt hat der Orange am Ende nur noch gedacht, ach, die Zuschauer sollen erstmal meine alten Videos schauen, überhaupt, dann kann ich wieder neue machen, ne? Hat sich so auf die faule Haut gelegt. Aber es ist ja meistens so, dass bei YouTube die meistens immer nur die neuesten Videos die schnellen Views bekommen und dann nichts mehr so im Endeffekt. Das heißt, du hast einen relativ interessanten Titel oder musst halt einen... Titten im Bild, ne, Max? Titten im Bild tut's wirklich. Weißt du noch, Titten und Ärsche, Manu explodiert. Ja, und das Video hat innerhalb von 5 Minuten 200 Aufrufe. Ja, weil du da drin Musik verwendet hast, die verboten wurde. Alles klar. Nur deswegen, ja. Aber auf jeden Fall, die Musik wurde ja zensiert am Ende. Ja. Das Video war ja noch online, aber es war so am Ende so scheiße und schlecht anzuschauen, dass ich es dann natürlich gelöscht habe. Ja. Also ich will natürlich hier nur die qualitativsten Videos auch hochladen. Ja, ja, Machi. Ja, ja. Alles klar. Na, ist dein Spitzname ist doch Machi, oder nicht? Nix mehr auf jeden Fall. Dings. Auf jeden Fall muss ich hier noch die ganze Kohle abbauen. Komm, ich baue die Etage ein höher. Da ist so viel Kohle hier allein in der Decke schon gewesen, dass ich hier schon wieder die Mine weiterbauen kann. Denke ich manchmal, ich habe Holzmangel. Ich muss eigentlich einfach nur meinen Boden rausreißen. Mache ich hier oben noch mal ein paar Öfen hin, oder? Ich würde sagen, mache ich doch hier hinten noch mal 3-4 Öfen hin. Weil hier hinten ist so schön die Position, wo man sagen kann, da machen wir noch mal einen Triple Core dahin. No? Ich habe einen Single Core momentan nur. Das weißt du doch wie bei deinem alten Laptop da. Ja, das war Mann. Ich ruckelt! Ja, aber die Schweinefarm ist in einer anderen Welt. Du hast doch aber auch so ein Pencil mit Hyperswelling. Nein, war ein echter Zweikerner. Immer noch. Sicher? Ja, das ist ein echter Zweikerner. Nicht ein Einkerner auf Hyperswelling auf 2? Nein. Sicher? Ja. Das soll ich dir glauben? Ist ja, mir gut. Egal, ob du mir das glaubst oder nicht. Es ist ein Zweikerner. Hauptsache, hat irgendjemand, irgendein YouTuber heute ein Video hochgeladen mit so ein Windows XP PC, ne, mit so einem AMD Prozessor mit 8 Kernen und 5 GHz und so ein Zeug und allen möglichen Scheiß, ne? Und, auf Windows XP. Genau, Windows XP, wie sich Windows XP das, damit verhält und so. Das hätte ich eher bei Windows 98 gemacht. Windows 3.1. Ja, bei Windows 98 ist ja das teilweise schon. Drauf nicht. Bei Windows 98 war ja schon 2 GHz teilweise problematisch, eher aus irgendeinem Grund, weil er die Zahl nicht zuweisen konnte oder nicht erkannt hatte, weil die zu hoch war für das Betriebssystem. Wie auch immer, auf jeden Fall bei Windows XP wäre ich mal gespannt, wie sich das verhält, ob das da irgendeinen Unterschied macht oder ob sich das nicht lohnt, weil das die Leistung nicht nutzen kann. Ja, das ist recht. Na gut, doch, Windows XP kann schon die Leistung gut nutzen. Nur nicht wirklich optimal. Nicht so effizient wie Windows 10. Wenn du nur Service Pack 2 nimmst, dann schaffst du schon 64-Bit. Also das ist ja dann kein Problem, aber leider dann ja, auch klar, nicht. Ja klar, es gibt ja auch Windows XP 64-Bit natürlich. Aber nur Service Pack 2. Ja, und das ist... auch nicht ganz so gut, soweit ich weiß, weil das nicht so weit entwickelt wurde. Weil ja, man dachte sich damals, 64-Bit wird eh keiner verwenden
Und dann zack mit Das war so wie Windows damals 7. mit dem Internet. Spätestens mit Windows 7 hat sich das geändert. Windows 7, da kamen auch die ganzen Versionen. Pro, Ultimate, was für ein Schrott alles. Ich weiß noch, wie ich mit ein paar Tricks Windows 7 64-Bit auf dem MacBook installiert habe. Ne? Das hat ja Apple offen allerdings offiziell nicht zugelassen, ne? Aber es gab da so ein paar Tricks, wie man so die Treiber so auch, trotzdem noch irgendwie downloaden konnte und so und alles so trotzdem aktivieren konnte. Ne? Und die ganzen Sachen. Du Und das kannst hat auch auch OS funktioniert. X auf PC machen, also. Ja klar, mit OS X 86 oder so. Und auf jeden Fall muss ich sagen, dass das wirklich am besten funktioniert hat von allem. Von allen Betriebssystemen. Weil Windows 7 fällt drauf. 64-Bit hat so ziemlich am besten funktioniert. Wenn man das so ordentlich angepasst hat und sag jetzt mal. Da läuft ein Max. Oh mein Gott, da ist ein Schaf. Halt! Ich baue lieber erst eine Schere. Und ich schätze, wenn Weise das 1064-Bit, wenn das noch da drauf hätte laufen können, wäre wahrscheinlich Windows 10 64-Bit noch besser, wäre noch besser drauf gelaufen. Weil das läuft ja sogar auf dem Raspberry Pi. Und was das ist Windows ja 10? Viel effizienter. Ja, Windows 10 ist viel Dann versucht da drauf mal Minecraft zu spielen. Alles klar. Challenge accepted. Ja, viel Spaß. Habe ich ja schon gemacht. Du kannst es sogar auf dem Server joinen, aber das Ding ist, du kannst dann gleichzeitig einen Server laufen lassen und gleichzeitig Minecraft spielen, weil der Raspberry Pi hat nicht so viel RAM. Ach, du kannst okay. entweder nur einen Server laufen lassen, der dann so ein bisschen scheiße läuft und nur zwei Chunks immer lädt, oder du spielst Minecraft. Und das sind die krassesten Frames-Einbrüche der Welt. Ja, das läuft dann irgendwie so mit 30 Frames. Gut, das geht ja noch. Will ich zwar nicht spielen, aber es geht ja noch. Für so ein Raspberry Pi. Ist ja Konsolenniveau, ne? Nicht mal es. Und Dings C64 und so. Dann lass mal, dann guck mal, ob du Minecraft 64K drauf spielen kannst. Was? 64K, das ist bei so einem Spielecontest entstanden. Minecraft ist nicht größer als 64 Kilobyte. 4. Ja. 4 Kilobyte, meine ich. Fress den Boden. Da hinten kommt ein Zombie an. Was willst du? Was willst du? Eigentlich hätte ich schon längst wieder in der Mine sein können. Muss ich gestehen, aber ich bin hier so fasziniert von diesem Berg hier, dass ich hier gleich weiter brauche. Und ich kann mal irgendjemand den Schaf hier sagen, dass es mal fressen soll? Nein. Oh, schade. Warte, ich wollte eigentlich eben eine Singleplayer-Welt was testen. Okay. Kannst du doch ruhig machen. Was denn? Ob das Ding noch geht, ich wollte noch was bauen. Max, time's that day? Nein, das ist nicht da. Hättet ihr nur mich fragen müssen. Alles klar. Ich habe Gras. Aber ich glaube, du hast doch gerade eben was von Schafen geredet, ja, oder? Ja, ich habe hier eins. Das schere ich. Genau, du hast auch schon eine Schere, ne? Eine richtige Schere. Ja. Gut, weil ich bin jetzt auch so dabei, so ein bisschen nach Schafe zu schauen. Komm, fress den Boden. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Ich glaube, ich nenne das Schäfchen Karl. Warum Karl? Weil es gerne Karl ist. Oh, du musst dein Spiel neu starten, Dennis. Habe ich auch gemerkt.
Erst beim zweiten Mal gehen. Ja, gut. Hallo. Warte. Fress das Gras. Justin hat die GDL. Ja. So. Hab ich mich noch. Alles klar, was macht ihr da in den Chat? Wenn schon, dann eher so, oder? No homo. Obwohl, das wäre ein bisschen klein, oder? Bisschen dünn. Das auch. Warte mal. Alter. Ey, das sieht ja schon fast aus wie eine Frau. Fick dich scharf. Ins Knie. Bitte. Spring dich gleich um. Junge, spring dich schon mal locker. Fick die Spinne. Mein Gott, was habe ich für Sprichwörter drauf? Danke, Max. Hauptsache, Max ist die Schuld. So muss es sein. Nein. Ich habe einen Zombie hier reingemacht, aber. Was machst du hier? Tschüss. Fick dich. Was denn? Ich habe einen Geheimgang gebaut. Jetzt erstmal schön ein bisschen vom Bier trinken. Aber danke für die Werkbank. Oder hast du die oben abgebaut? So ein bisschen, ne? Nein. Gut, hast du mindestens die Werkbank nicht von oben genommen, sondern... Ich grief doch nicht, das war meine eigene Werkbank. Ich habe die hier geopfert, hier für diese ganze Aktion hier von wegen Zombie im Kreis führen und so. Nur damit er hier nichts macht in einem Haus, ne? Ich bin hier. Was soll er da machen? Ich soll der Zombie nicht griefen oder so. Alles klar. Nicht griefen. Er schreibt doch mal auf so ein Schild: Regeln für Zombies. Nicht griefen. Nicht in Häuser reingehen, einfach so. Nicht einfach. Ja, ich hoffe, dass jetzt keiner auf mir aufmerksam wird, während ich hier Weizen farme. Vorher habe ich eigentlich 3 Federn. Zombie? Irgendwo habe ich Federn gelassen. Ist das? Nein, war nicht. Fuck. Weizen. Ich auf jeden Fall nochmal. Ich habe einmal Knochenmehl. Ich habe ein Knochen. Ja, wir verschönern hier nur alles. Ich habe von Dennis noch ein Knochen in der Truhe. Ja, den habe ich dir irgendwie immer mal hingeschmissen. Hm. 3 Knochenmehl. Gut. Was? Lol. Was? So. Natürlich für die Zuschauer hier die Qualitätsoffensive. All die Fresse. Qualitätsoffensive 2000 und 16. Ich würde eigentlich sagen Müll, aber 16 tut's auch. Geht's denn da? Wie lange geht's? Ah, hier wollte ich mal immer die Treppen machen langsam. Das mache ich auf jeden Fall. Da, das mache ich sogar jetzt direkt, weil sonst vergesse ich es irgendwann noch. Ja, 32 Minuten lang. Ich mache jetzt noch mal ein paar mehr. Sind wir jetzt, sind, denke ich mal, genug. Da bin ich mir nicht so ganz sicher hier. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vorteil gegenüber euch ist. Ich habe jetzt wieder volles Leben.
mir ich nicht ganz sicher. Ich mache hier vielleicht mal lieber doch diesen Stein hier rein, weil es optisch hier besser was hermacht. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? In meinem Texture Pack sieht es einfach mehr aus als. Welches benutzt du denn? Das ist schwierig zu sagen. Das ist irgendein Corp V2 256 modern.zip irgendwas. Alles klar. Das war das einzigste, was ich gefunden habe, was kompatibel war. Was ist mit Zoatex? Echt? Was ist? Kann natürlich sein, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Nein, was ist mit Zoatex? Achso, ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht gewusst, dass es jetzt wieder eine Version gibt. Egal. Ja, die sind eigentlich voll schnell. Auf jeden Fall, ich lasse das jetzt erstmal drin. Wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Texture Pack habt, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Dann ändere ich natürlich ja, das Texture Pack. Ja, Dennis sieht die Farben nicht. Das ist wichtig. Ich meine, jetzt hier so ernste Probleme. Wenn ihr seht, hier irgendwo ist ein Block, wo ich jetzt übersehen habe, wo vielleicht das Texture Pack nicht aktuell dafür ist oder irgendwo Blöcke nicht angezeigt werden, irgendwas. Ich achte da ja nicht so drauf. Dann. Ja, Qualitätsoffensive ja. 2015 dann wieder. Das seht ihr ja dann in den Videos letztendlich und könnt ihr dann selber entscheiden, wie das ist. Dann richte ich mich voll danach und. Ja. Ich dachte gerade, der Zombie da hinten, der da brennt, kommt auf mich zu. Dann hätte ich mich gefragt, wie der mich sehen konnte.